meine erste... Wow, ist das jetzt rausgefallen? Nee. Meine erste Mahlzeit, Freunde, und zwar mein Standardfrühstück eigentlich. Eine halbe Dosis Kir mit 30 Gramm Whey. Manchmal nehme ich auch eine ganze Dosis Kir, aber dann brauche ich kein Whey mehr, weil das Ganze dann zu viel Protein hätte. Und ich mag es eigentlich lieber so eine halbe Dosis Kir mit 30 Gramm Whey, weil man dann einfach noch einen geilen Geschmack dabei hat. Und dazu einen Apfel, ein bisschen Schokodrops von More Nutrition, das bedeutet, die sind ohne Zucker und am Ende ordentlich Zimt drüber. Dauert ein paar Minuten und ich liebe es, hat über 50 Gramm Protein. Ihr habt ein paar Carbs, ihr habt direkt ein paar Mikros, auch perfekt so als Pre-Workout-Mahlzeit, finde ich, vor dem Training. An Gurden, wie man in Österreich sagt. Das ist sicher so mein 70 bis 100. Mal, dass ich dieses Frühstück esse. Leute, ich esse das wirklich fast immer und es wird einfach nie langweilig. Das ist das Nice daran. Und jetzt ist die Frage, wie mache ich dieses Ding zu? Ich glaube, ich habe viel zu viel reingegeben. Das ist immer so bei mir, wenn ich Raps mache, weil ich einfach Bock auf viel Fülle habe. Aber ich probiere das jetzt trotzdem. Unser Big Mac Wrap. Nach der Big Mac Rolle, die ich schon vor einiger Zeit gemacht habe und die absolut viral ging. Eines der geilsten Rezepte, was wir je hier gemeinsam gemacht haben auf YouTube, Leute, mir läuft mal wieder das Wasser im Mund zusammen. Das ist jedes Mal so, wenn ich ein neues Rezept das erste Mal koste und ich habe sehr, sehr Hunger gerade. Auf jeden Fall Big Mac Wrap füllt das auf jeden Fall nicht so wie ich. Nimmt ein bisschen weniger, vor allem weniger Soße, ja, weil sonst wird das Ganze etwas, ja, man kleckert sich ordentlich an, aber ich koste das jetzt. Oh mein Gott, ich freue mich da gerade so reinzubeißen. Mmh. Das wird jetzt schon mal eines meiner Favorite-Rezepte, sicher in diesem Jahr, Leute. Mm. Ich hoffe, ich bin da nicht die ganze Zeit voll und merke es nicht. Fazit, Freunde, 10 von 10, das Ding war aber zu erwarten, weil die Big Mac-Rolle einfach unglaublich ist und das hatte dieselbe Füllung. Ich habe auch die gleiche Soße gemacht wie bei unserer Big Mac-Rolle, aber mit dem Wrap ist es natürlich viel schneller und viel einfacher. Wer hier Fett sparen möchte, nimmt einfach Hähnchenfleisch, ihr schneidet einfach Hähnchenfleisch ganz klein oder wenn ihr Vegetarier seid oder Veganer seid, könnt ihr das vielleicht auch mit Tofu machen. Auf jeden Fall Hähnchenfleisch ganz klein schneiden und als Soße würde ich dann nicht die Big Mac Soße nehmen, sondern unsere Dönersoße. Wir haben am Blog auch die Low Carb Dönerrolle, dort könnt ihr diese Joghurtsoße nehmen. Das in einer Diät, ja, wenn man wirklich gerade viel Fett verliert und ich verliere gerade sehr viel Fett, also ich bin absolut am Start, ist einfach unbezahlbar und zeigt wieder, dass man verdammt lecker essen kann, selbst wenn man maximal Fett verliert. Mahlzeit. Macht das nach, unbedingt.
wie immer meine tägliche Supplement-Routine. Ich werde die jetzt nicht im Detail erklären, das habe ich in den letzten beiden Videos schon gemacht. Ich will aber eine Sache dazu sagen, Leute, nehmt die immer zu einer Mahlzeit. Da habe ich ein paar Fragen bekommen. Ich mache es entweder beim Frühstück oder Mittagessen, egal, Hauptsache zu einer Mahlzeit, weil es gibt beispielsweise Dinge wie Vitamin D3K2, das sind fettlösliche Vitamine. Das bedeutet, ihr solltet Fett dabei haben, wenn ihr das Ganze einnimmt. Es gibt zwei Sachen, die ich jedem Menschen draußen empfehlen würde, und das ist Omega-3 und Vitamin D3K2. Egal, ob ihr trainiert oder nicht, Leute, das ist sehr, sehr wichtig für eure Gesundheit. Ich nehme noch zum Beispiel manchmal Kurkumin, habe ich auch schon mal erzählt, ist ein bisschen entzündungshemmend, müsst ihr nicht machen. Dann natürlich Kreatin, das wahrscheinlich best erforschteste und effektivste Supplement bezüglich Kraftsteigerung. Und natürlich Protein brauche ich jetzt aber nicht, das haue ich mir jetzt rein. Ein guter Löffel Kreatin, wie der typische Wiener sagen wird. Und Freunde, wenn wir von euch Supplemente braucht, ihr wisst, mit meinem Code ONETEAM habt ihr immer den maximalen Rabatt bei ganz ESN. Es freut mich natürlich sehr, wenn den Leute von euch einlösen. Es sind echt viele mittlerweile. Es ist jede Woche eine neue Aktion obendrauf, zum Beispiel 20% auf alle Proteine oder zahle 3, bekomme 4. Also es ist immer eine fette Aktion, und mit diesem Code, Leute, habt ihr immer den maximalen Rabatt. Also alle Aktionen sind dann inkludiert, egal was dort für ein Code auf der Website steht. Das heißt, nutzt den. Ich verlinke den unten in der Infobox. Und wir gehen jetzt gleich ins Training. Ich mache mich jetzt fertig. Let's go. Ich bin wahrscheinlich etwas zu klein. Freunde, ich möchte gerne noch ein paar Worte zum OT-Drop verlieren. Der ist jetzt genau eine Woche zurück, wenn dieses Video, glaube ich, rauskommt. Es ist, ich kann einfach nur Danke sagen für euren unglaublichen Support, Leute, was da wieder abgegangen ist und was ihr einfach für eine Community seid. Also wir haben, ich habe versucht, bei diesem Drop wirklich mehr zu produzieren, was einfach finanziell möglich ist. Ihr wisst, ich mache das alles selbst, wir machen das alles, also jeder Cent, der da reinkommt, wird wieder reinvestiert, damit wir wieder mehr Stück machen können und noch bessere Qualität machen können. Und nach 6 Tagen war einfach das meiste wieder ausverkauft, Leute. Die kurze Hose war nach 7 Minuten weg. Das habe ich irgendwie gar nicht realisiert. Also unglaublich. Das DNA-Tanktop ist ausverkauft. Das Essential Tea ist ausverkauft. Der Shaker ist ausverkauft. Die Nachrichten, die ich bisher auch bekommen habe, einfach Wahnsinn. Also darauf arbeitet man hin so. Also ich habe wieder ein halbes Jahr gebraucht, weil ich mich wieder sehr, sehr bemüht habe. Extrem viel Arbeit reingesteckt habe, und dieses Feedback, was man jetzt bekommt, wie ihr den Stoff feiert, die Details feiert, den Fit feiert, ist unbezahlbar für mich. Das macht mich einfach unglaublich glücklich. Und jetzt am Sonntag kommt Drop 2, Leute. Und zwar droppen wir endlich diesen Tracksuit und unsere Trainingstasche. Die haben sich ein bisschen verzögert, habe ich euch auf Instagram gesagt, wegen der Lieferung. Aber jetzt am Sonntag, dem 18.06. um 18 Uhr, droppen diese 3 Pieces, also Oberteil, Unterteil und die Trainingstasche. Wir haben einen Stoff genommen, der extrem dehnbar ist. Das bedeutet, ihr könnt in diesem Anzug sogar trainieren. Ich mache das manchmal, ihr könnt damit auch laufen gehen, also auch wirklich zum Sport benutzen, wenn euch nicht zu schade ist. Wir haben wieder unsere Metall-Patches. Wir haben hinten einen Black-on-Black-Backprint. Also der ist eigentlich, wenn das Licht drauf scheint, seht ihr diesen Backprint, und sonst ist er einfach nur ziemlich dunkel, was ich extrem feiere, weil er nicht zu auffällig ist, aber auch nicht ein ganz normaler Trainingsanzug, also schon was Besonderes. Alle Taschen beim Anzug haben natürlich auch wieder Zips, also bei der Jacke, auch bei der Hose, weil ich nichts mehr hasse. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich verliere immer alles, wenn ich keine Zips bei den Taschen habe. Und natürlich, Leute, endlich kommt unsere Duffelbag. Freunde, an der haben wir auch verdammt lange gearbeitet. Es wird ein Detail auf der Bag geben, da seht ihr wirklich, wie lange wir an dieser Tasche gearbeitet haben. Wir haben so viele Fächer, Leute. Wir haben viele Fächer vor allem mit Zip gemacht, weil ich das einfach wichtig finde, ja, wenn ich meinen Schlüssel habe, meinen Ausweis. Also wir haben hier 1, 2, 3 Fächer mit Zip, wir haben ein extra Schuhfach, wir haben Innenfächer und wir haben hier ein offenes Fach, zum Beispiel für den Shaker. Ist wirklich 10 von 10 für mich, die ganze Tasche ist 10 von 10. Das bedeutet, seid rechtzeitig am Start. Es wird auch noch von den anderen Pieces, also zum Beispiel das Circle Tank, was ich auch gerade anhab, da gibt es noch 1 oder 2 Größen, und das blaue Tee, das Signature Tee, wird es auch noch geben. Und die 2 Frauen-Pieces gibt es übrigens auch noch, die auch sehr, sehr nice wurden, finde ich. Und Sonntag 18 Uhr ja, ist der Drop auf otclub.com. Verpasst das nicht, Leute, auch OT auf Instagram folgen, weil dort werdet ihr auf jeden Fall immer die Countdowns mitbekommen.
Und ich freue mich. Leute, ich bin gespannt, wer von euch diesen Anzug und die Tasche bekommt und vor allem, was ihr dann dazu sagt. Meine nächste Mahlzeit, Freunde, also eigentlich meine Hauptmahlzeit. Und zwar etwas sehr, sehr Wichtiges hier bezüglich Volumen, Leute. Wir haben das auch in Fit and Shredded drin erklärt. Und zwar haben wir hier ein eigenes Kapitel, hohes Volumen, der Hungerkiller, Leute. Es ist verdammt wichtig, wenn ihr in einer Diät seid, wenn ihr maximal Fett verlieren wollt, dass ihr Lebensmittel nehmt, die ein hohes Volumen haben, aber trotzdem eine niedrige Energiedichte haben. Das bedeutet, sie euch satt machen, weil sie ein hohes Volumen haben, aber nicht so viel Kalorien haben. Weil dann habt ihr keinen Hunger und man muss keinen Hunger haben, um maximal Fett zu verlieren. Viele, die sich einfach falsch ernähren, die haben dann irgendwie Hunger und ziehen das dann einfach nicht durch, aber es ist absoluter Schwachsinn. Man kann das so top machen. Wir haben hier natürlich alles erklärt, aber wir haben hier auch ein paar Beispiele. Beispielsweise 100 Gramm Reis haben genau gleich viel Kalorien wie 500 Gramm Kartoffeln. Aber 500 Gramm Kartoffeln, Leute, sind viel, viel mehr. Das bedeutet, es ist ein viel höheres Volumen als 100 Gramm Reis. 100 Gramm Reis ist vielleicht eine Handvoll. Genauso Gemüse, ja, also Gemüse, Salate, Kartoffeln statt Reis, all diese Sachen, damit ihr einfach ein hohes Volumen habt. Sehr, sehr wichtig, kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr eine Diät macht, dass ihr wirklich darauf achtet. Und Leute, natürlich Gemüse. Ich sag's immer wieder, 500 Gramm Gemüse, 250 Gramm Obst am Tag habt ihr, habe ich sogar ins Programm haben wir das gegeben, weil es geht nicht nur um eure Gesundheit, das natürlich auch, sondern es geht vor allem auch darum, dass ihr fit bleibt und leistungsfähig bleibt. Leute, damit ihr nicht krank werdet und dass ihr euch im Training steigern könnt, Mikronährstoffe, auch ein eigenes Kapitel im Programm, sind so verdammt wichtig und ich denke, viele vernachlässigen das auch, aber unterschätzt es nicht, Leute. Ich esse jeden Tag ein Kilogramm Gemüse. Man kann das so lecker machen, ihr müsst es nicht ein Kilo essen, aber so 500 Gramm ist ja easy gemacht. Also die Tomaten und der Paprika hat schon 500 Gramm, Leute. Alles andere ist nur eine Ausrede. Haut ordentlich Volumen rein. Und mein zweiter Tipp übrigens in der Diät ist auch euer Timing von den Mahlzeiten. Ich hebe mir meine Kalorien eher für den Abend oder den späteren Nachmittag auf. Ich brauche in der Früh nicht viel zu essen, aber ich esse es dann eher so einen späten Nachmittag, Abend, damit ich einfach keinen Hunger habe, wenn ich zu Bett gehe. Also ordentlich Volumen und eher in die zweite Tageshälfte das Ganze schieben und dann habt ihr am Abend keinen Hunger, ihr geht voll ins Bett. Und könnt einfach maximal Fett verlieren, habt keine Probleme mit eurer perfekten Diät. Einfach 50 Gramm Protein und schmeckt wie ein Eistee. Unfassbar.
Bezüglich Isoclear, das ist Lemon Iced Tea. Wer das noch nicht probiert hat, Leute, probiert mal Isoclear. Ich kann das nur empfehlen und ich trinke jeden Tag 1-2 Shakes, einfach um auf mein Protein zu kommen und lasse dafür mal Fleisch weg. Manchmal esse ich auch kein Fleisch so, aber das eigentlich jeden Tag. Ah. Und das nenne ich Volumen. Davon werde ich richtig, richtig satt. Ich blende hier die Kalorien und Nährwerte ein. Das bedeutet, achtet auf diese Lebensmittel, Leute. Esst ordentlich Gemüse. Haut hier rein, was ihr wollt. Und natürlich auch eine Proteinquelle. Also ihr könnt natürlich auch Hähnchen reinhauen, Tofu, alles Mögliche. Ich brauche jetzt kein Protein, weil ich, wie gesagt, meinen Shake habe, beziehungsweise hatte. Das waren schon 50 Gramm Protein knapp. Hier sind natürlich auch nochmal ein paar Proteine durch das Gemüse dabei. Und das esse ich jetzt. Meine letzte Mahlzeit sind 2 Eier und 300 Gramm Blattspinat, den hatte ich davor schon aufgetaut. Leute, Blattspinat, verdammt gesund, also generell grünes Gemüse, ja, Blattspinat, grüne Bohnen, also Fisonen in Österreich, Brokkoli und 2 Eier. Eier haben alle Vitamine, außer Vitamin C, habe ich euch auch schon in den letzten Videos gesagt. Leute, das ist meine letzte Mahlzeit, dann gehe ich pennen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst Support da, ein Like, einen Kommentar, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und seid am Sonntag beim nächsten OT-Drop am Start. Wird crazy, ich bin gespannt, was ihr dann zu den Pieces sagen werdet, wenn ihr die bekommt. Und wir sehen uns, Freunde. Haut rein, ihr seid die Besten. Peace.